Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Na ja, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Abigail? Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glückspilz. Schnaps, hä? Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Machen die hier einen Schusswettbewerb? Möglicherweise. Noch Feuer, Weihnachtsmusik. Ein schönes Gefühl. Ja, richtig romantisch. Und da sehe ich doch den Bogen. Und eine Scorerliste. Mel 10 oder 9. Die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Okay, da bin ich motiviert. Also ab dafür. Nummer 1. Ich bin stolz auf dich. 2 geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Ja. Sei ganz locker. Heilige Scheiße. 5. Was geschafft, Apps. Oh, zu hoch. 2, um mich zu schlagen. Kein Druck. Da, okay. Ich hoffe, ich finde die alle. Ich bin gerade ziemlich stolz. Scheiße. Wo sind die anderen? Bin ich. Ach, da, auf dem. Nur noch 10 Sekunden. Wahl. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Ah, ich hab sie schon gefunden. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft! Ha! Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein. Das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay. Ganz ruhig. So echt was zu verbergen. Ich glaube. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ja. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Ich glaube, er hat wohl doch irgendwie Probleme damit, dass Mel weiß, dass sie hier war. Aber naja. Schauen wir mal an, was er uns hier zeigen möchte. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Ah.
Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Ja, auch alle sind an Bord, aber er, wir haben ja schon gemerkt in der Anfangs- oder in der Cutscene da, wo sie Joel getötet haben, dass er, nicht ganz so herzlos ist wie die anderen. Aber das ist eine andere Sache. Trotzdem ist er, Gottverdammt, trotzdem ist er mitschuldig. So, aber apropos schuldig, wir haben jetzt ein ganz anderes Problem. Wir sind wieder in der Gegenwart, denn, ja, wir haben ziemlich übel einen auf den Kopf gekriegt. Und wenn jetzt nicht gleich ein Wunder geschieht, dann sieht's ziemlich übel mit uns aus. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Ah!
Yara! Wo ist die andere Abtrünnige? Stutz ihr die Flügel. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihm. Lev. Auf der Hut. Scheiße. Verdammt. Tricking Stalker, aber okay. Oh, der Junge ist gut. Oh, scheiße. Wir schlagen uns gerade nicht so gut. Das war's mit unserem Hammer. Na los, wir müssen weg. Wo wollt ihr hin? Raus aus dem Wald. Los, Beeilung. Los. Die Kiste ist da. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Sie hat uns den Arsch gerettet, also retten wir auch ihren. Sie sind überall! Ah ja, der Junge ist wirklich gut. Aber diese verdammten Stalker werden einfach nicht weniger. Oh Mann. Ah, ich glaube jetzt. Das wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo wir diese Fähigkeit hier nutzen. Mit diesem Impuls. Das war der Letzte. Alles okay? Ja. Wir müssen weiter, bevor noch mehr kommt. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Es muss. Oh Gott.
Warum bin ich jetzt gestorben? Ich hatte eigentlich gerade noch ziemlich volle Lebensenergie. Das war der Letzte. Alles okay? Ja. Wir müssen weiter, bevor noch mehr kommen. Oder die halbe. Sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich hier? Du flüchtest mit zwei deiner Feinde. Das machst du. Naja, egal. Es geht ums Überleben, ne? Na komm, macht schon. Die sind frisch. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Gute Antwort. Oh Mann. Komm schon, Leck. Mach auf. Komm schon. Lass mich mal ran da. Los. Ich helf dir. Auf. Nicht die schon wieder. Mein Rucksack? Oh, wie gut, dass sie ihn uns auch noch bringt, ha? Oh Gott. Nee. Nee. Ach, Scheiße. Ah, sie wird uns schon wieder einen Chokeslam oder sowas verpassen. Also groß genug wäre sie ja. Wow. So, wie sieht's jetzt aus? Nein! Warte! Zu spät. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Wollte die Alte sich an unseren Sachen vergreifen? Hat sie uns hierher gebracht. Wie gut, dass noch alles intakt ist. Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Oder? Na los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fasse das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? ja, ich glaube, dafür ist jetzt nicht wirklich die Zeit. Echt seltsam, dass Skars jetzt aufs Skars losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Es ist mir egal. Das ist anscheinend wohl verboten, aber da laufen doch sehr, sehr viele von denen mit kahlgeschorenen Köpfen rum. Also so ziemlich alle Männer auf jeden Fall. Und das nächste Trainingsbuch. Bring your own bullets. Ja, schön. Nehme ich mit. Genauso wie die Pillen. Was haben wir denn jetzt hier? Ah ja, Brandpatronen anfertigen. Ja, das klingt cool. Brandmunition ist immer gut. Naja, aber gut. Kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Wir plündern hier in Ruhe alles aus und dann sehen wir weiter. Voll? Echt jetzt? Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist bitter, ey, jetzt Munition für die Schrotflinte liegen zu lassen, aber
Weiß nicht, da wir hier gerade so viel kriegen, vielleicht ist hier in der Nähe noch ein Gefecht. Und wir können die später dann holen, wenn wir mit der Pumpgun was verballert haben.